die Dinge, die Meyer gemacht hat, heute eigentlich nur noch von historischem Wert sind und nur Leute, die sich mit der Geschichte, mit den Vorgängen, die vorher waren, beschäftigen, geschätzt werden. Das, was Meyer gemacht hat, die Positionsbestimmung, machen sie heute mit einem GPS-Gerät, mit einem Knopfdruck. Und daran haben die Leute damals so lange gearbeitet und so große Schwierigkeiten gehabt. Es gibt einen Tobias Meyer-Krater. Copernicus ist größer, zu Recht größer, aber die Größe der benannten Krater hängt natürlich auch damit zusammen, wann sie benannt wurden. Die Benennung, die hier die meisten großen Krater haben, geht schon auf Hevelius und Boccioli zusammen zurück, wobei die unterschiedliche Nomenklaturen hatten. Da hat Meyer sich auch darüber beklagt, dass die beiden Karten, die es gab, ja ganz unterschiedliche Benennungen hatten. Also blieb dann nachher nur noch die kleinen Krater übrig. Da haben sie also Tobias Meyer hier. Da oben ist Euler. Und hier habe ich leider den Kepler abgeschnitten. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich soll noch darauf hinweisen, es ist gerade ein Film gedreht worden, auch in Göttingen, über das Leben und Werk von Tobias Meyer. Der Film ist fertig geworden. Die Uraufführung war am 17. Februar in Esslingen. Da wurde der Film zum ersten Mal gezeigt und jetzt ist er auch als DVD erhältlich. Aber das wollte der Herr Reinstock auch noch sagen, wo man den bekommt. Ja, erstmal wollte ich Ihnen ganz herzlich danken für den sehr interessanten Vortrag. Und ja, wo Sie das Thema mit dem Film angesprochen haben, kann ich Ihnen noch gerade mal kurz. Erzählt hat und es wurde eben anlässlich des Meyers ja auch ein Film gedreht, ja, der Titel hat Der gute Kopf und dieser Film soll demnächst auch auf DVD erhältlich sein und wer sich dafür interessiert, das ist www.do-q.de, da kann man hier Informationen dazu geben. Aber ja, das nur als kurzer Hinweis, ja, wie üblich bei uns.